Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, während der ersten Lesung des Gesetzentwurfs hatte ich bereits die grundlegenden Bedenken der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegenüber dem staatlichen Zugriff auf Telekommunikationsdaten von Bürgerinnen und Bürgern dargelegt. Eine ganze Reihe von Ländern verzichtet auch heute noch auf die Einführung des präventiv-polizeilichen Zugriffs auf Telekommunikationsdaten. Hierzu gehören Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. In anderen Ländern wie Baden-Württemberg und Berlin ist dagegen nur die Erhebung von Verkehrsdaten zulässig. Auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit äußerte sich in seinem 10. Tätigkeitsbericht zur Überwachung der Telekommunikation sehr kritisch über die Praxis in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte es bereits in der ersten Lesung zitiert, aber ich zitiere es hier gerne nochmals, weil es einfach wichtig ist. Zitat Anfang: Aus datenschutzrechtlicher Sicht sollte überlegt werden, die Datenerhebung zur Überwachung der Telekommunikation gänzlich zu streichen bzw. inhaltlich stark einzuschränken. Bei einem Vergleich mit den Polizeigesetzen anderer Bundesländer fällt auf, dass diese ganz ohne Abfrage der Telekommunikationsdaten im präventiven Bereich auskommen. Daher sollte auch in Mecklenburg-Vorpommern das Erfordernis dieser Norm gründlich überdacht werden. Zitat Ende, so unser Datenschutzbeauftragte. Meine Damen und Herren, nach der ersten Lesung fand auf Antrag der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen eine Anhörung im Innenausschuss statt. Und das war gut so, denn immerhin gab es infolgedessen eine zwar kleine Änderung am Gesetzestext, die jedoch große Auswirkungen haben wird. Ursprünglich sollte der Verfassungsschutz ermächtigt werden, Bestandsdaten von Bürgerinnen und Bürgern abzurufen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes erforderlich ist. Das wäre für den Verfassungsschutz ein Freifahrtschein gewesen. Diese Allgemeinbefugnis kritisierten Grüne und Linke im Innenausschuss heftig. Die Vertreter des Innenministeriums im Ausschuss versuchten noch zu beschwichtigen. Angeblich sei es kein Freifahrtschein, da ja immer das Übermaßverbot, also das Verhältnismäßigkeitsprinzip, gelte. Also, meine Damen und Herren, wenn ein Gesetzestext, der die Anwendung von Instrumentarien exakt regeln soll, auf das allgemeine Verhältnismäßigkeitsprinzip zurückgreifen muss, dann ist der Gesetzestext das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das hat dann auch die Regierungskoalition eingesehen und den Vorschlag des Landesbeauftragten für Datenschutz umgesetzt, nämlich die winzige, aber bedeutsame Wortgruppe im Einzelfall in den Gesetzestext aufzunehmen. Der Verfassungsschutz darf also nun nur im Einzelfall Bestandsdaten abrufen, also nur, wenn es zur Aufklärung einer bestimmten nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung geboten ist, so wie es auch das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil vorgeschrieben hat. Die weiteren Vorschläge des Landesbeauftragten für Datenschutz haben SPD und CDU dagegen leider in den Wind geschlagen. Wir haben es eben gerade gehört. Sie werden es leider wohl wieder tun. Deshalb haben wir aber dennoch diese sinnvollen Vorschläge hier nochmals zum Antrag erhoben. Zum Beispiel muss nach Ansicht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sichergestellt sein, dass ein Behördenleitervorbehalt gilt und die G10-Kommission sowie die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtages unterrichtet werden, wenn der Verfassungsschutz Klarnamen zu dynamischen IP-Adressen oder Zugangssicherungscode, also PINs und Passwörter, abfragt. Im Innenausschuss hatten die Vertreter des Innenministeriums regelrecht absurd argumentiert, meines Erachtens, dass die Beteiligung von der G10-Kommission nicht möglich sei, weil zum Beispiel die Bestandsdaten zu den jeweiligen dynamischen IP-Adressen von den Telekommunikationsanbietern nur wenige Tage gespeichert würden. So schnell könnten die Kommissionen nicht jedes Mal einberufen werden. So die Vertreter des Innenministeriums. Ich bitte hier schlicht um genaues Lesen. Die G10-Kommission und die Parlamentarische Kontrollkommission sollen hier nicht jedes Mal beteiligt werden, sondern sie sollen jedes Mal explizit unterrichtet werden. Das ist ein großer Unterschied. So steht es bei uns im Antrag. Die erforderliche Ermittlungsarbeit würde dadurch nicht behindert, wenn hinterher die Kommission über die erfolgten Maßnahmen unterrichtet wird. Meine Damen und Herren, und jetzt frage ich Sie, ob Sie eigentlich genau wissen, was Sie heute hier verabschieden sollen. Wenn der Verfassungsschutz in Zukunft Passwörter abfragt, braucht er weder die beiden Kontrollkommissionen des Landtages zu informieren, noch braucht er die Betroffenen hinterher zu informieren, noch bedarf es dazu eines Behördenleitervorbehalts. Meine Damen und Herren, das ist doch eigentlich unvorstellbar, was heute hier Gesetzesrealität werden soll. Denn damit wird dem Missbrauch meines Erachtens Tür und Tor geöffnet, denn es wird niemals jemanden geben, der gezielt über die Vorgänge des Verfassungsschutzes informiert wird. Nach all den Erfahrungen aus dem NSU-Skandal wollen SPD und CDU nicht mehr, sondern überhaupt keine Kontrolle des Verfassungsschutzes. Und das finde ich absolut anachronistisch.
Wir Grüne wollen die Kontrolle verbessern und haben deshalb auch nochmals den Vorschlag des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in unserem Änderungsantrag aufgegriffen, wonach die Abfrage von PINs und Passwörtern sowie die Abfrage von Klarnamen der Inhaber einer IP-Adresse im Verfassungsschutzgesetz einem Behördenleitervorbehalt und im SOG einem Richtervorbehalt unterliegen müssen. SPD und CDU lehnten, wie gesagt, diese Anträge schon einmal im Innenausschuss ab und ich befürchte, dass es leider nochmals so kommen wird. Und bitte kommen Sie mir nicht mit der Argumentation, das sei doch alles im Bundesgesetz schon für Mecklenburg-Vorpommern geregelt, so wie die Vertreter des Innenministeriums im Innenausschuss. Das stimmt nämlich nicht. Das Bundesgesetz regelt nur die Verfahrensweisen für den Bundesverfassungsschutz. Die Länder müssen schon selbst landesrechtliche Regelungen für ihre Landesbehörden beschließen. Für die präventiven Maßnahmen im Telekommunikationsbereich sind die Länder selbst zuständig. Nur im repressiven Bereich regelt der Bund alles für die Länder, nämlich in der Strafprozessordnung. Also gehören die entsprechenden Regelungen in das SOG und das Landesverfassungsschutzgesetz. Und jetzt wird es meines Erachtens ganz absurd. Die Vertreter des Innenministeriums lehnten im Innenausschuss die Änderungsvorschläge des Datenschutzbeauftragten hinsichtlich der Unterrichtung der G10-Kommission und der Parlamentarischen Kontrollkommission ab, weil die Abfrage von Passwörtern und Klarnamen zu dynamischen IP-Adressen streng genommen nicht dem Schutzbereich des Artikel 10 Grundgesetz, also dem Fernmeldegeheimnis, unterliegen. Damit hebelt das Innenministerium die bisherigen Kontrollmechanismen ganz frech aus. Um früher eine E-Mail abzufangen, musste der Verfassungsschutz an einer Schnittstelle des Telekommunikationsanbieters sitzen, einen Richterbeschluss eingeholt haben und die entsprechende Kontrollkommission informieren. Nur dann konnte die Behörde eine gerade versendete E-Mail abfangen, weil der Sendevorgang unter dem besonderen Schutz des Fernmeldegeheimnisses stand. Jetzt soll es aber einfacher werden. Der Verfassungsschutz fängt keine E-Mails mehr im Sendevorgang ab, sondern holt sich das Passwort zur Mailbox und liest sich dort die hinterlegten E-Mails einfach durch. Das alles steht nicht mehr unter dem besonderen Schutz des Artikel 10 Grundgesetz, sondern greift nur noch in den Schutzbereich der informationellen Selbstbestimmung des Bürgers ein. Das alles mögen zwar abgeschlossene Telekommunikationsvorgänge betreffen, die nicht unbedingt dem Artikel 10 Grundgesetz unterliegen, aber es handelt sich aus meiner Sicht um vergleichbare Schutzinteressen. Und zudem ist für mich die Frage unzureichend beantwortet, ab wann eine E-Mail-Konversation eigentlich als abgeschlossen angesehen werden kann. E-Mails, die auf Postfächern geschützt durch ein Passwort gelagert werden, können sofort wieder durch Antwort- und Weiterleitungsfunktionen Teil eines neuen Telekommunikationsvorganges werden. Hier verschwimmen die besonderen Schutzbereiche des Artikel 10 Grundgesetz und der etwas schwächere Schutzbereich der informationellen Selbstbestimmung. Genauso sind die Klarnamen zu dynamischen IP-Adressen nicht nur Bestandsdaten, sondern natürlich auch Verkehrsdaten, die dem besonderen Schutz des Artikel 10 Grundgesetz, also dem Telekommunikationsgeheimnis, unterliegen. Dies alles hatte der Landesbeauftragte für Datenschutz in seiner schriftlichen Stellungnahme zur Anhörung unmissverständlich und treffend ausgeführt. Ich zitiere ihn daher nochmals, Zitat Anfang. Die Zuordnung dynamischer IP-Adressen zu deren Nutzern setzt eine Analyse der Verkehrsdaten voraus und greift daher in Artikel 10 Grundgesetz ein, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung am 24. Januar 2012 ausdrücklich klargestellt hat. Ähnlich ist die Auskunft über Zugangssicherungscodes wie PIN und PUC oder Passwörter zu bewerten. Diese Angaben selbst mögen zwar Bestandsdaten sein, sie dienen der Polizei aber dazu, sich Kenntnis von weiteren Daten zu beschaffen. Diese weiteren Daten sind üblicherweise Verkehrs- und Inhaltsdaten über bereits abgeschlossene Telekommunikationsvorgänge. Also als solche unterfallen sie zwar nicht unmittelbar dem Schutz des Artikel 10 Grundgesetz, sie sind jedoch vom Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung umfasst. Die Erhebung dieser Daten stellt regelmäßig einen schwerwiegenden Eingriff in dieses Grundrecht dar, denn hierdurch können zum einen der Umfang der Kommunikationsbeziehungen sowie die näheren Umstände der Kommunikation oftmals für einen weitreichenden Zeitraum erschlossen werden. Zum anderen können Inhalte abgeschlossener Kommunikation erfasst werden, die mit dem Kommunikationspartner in der Annahme der Vertraulichkeit der Kommunikation ausgetauscht wurden und die höchstpersönliche Bereiche betreffen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wer diesem Gesetz in seiner vorliegenden Fassung zustimmt, der wirft alle Grundsätze der Vertraulichkeit und des Datenschutzes über Bord. Und nicht nur das, wer hier zustimmt, hebelt die gebotene Kontrolle des Verfassungsschutzes aus. Der Verfassungsschutz kann Passwörter zum Beispiel von Google Mail abfragen und das entsprechende Mail-Postfach durchstöbern, ohne dass er dafür die Einwilligung des Behördenleiters einholen muss, ohne dass er die parlamentarischen Kontrollgremien unterrichten muss und ohne dass er hinterher den Betroffenen über die Maßnahme informieren muss. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmt, hat nichts aus dem NSU-Debakel gelernt und diskreditiert sich für alle Zeiten zu den Themen Datenschutz und Kontrolle. Meine Damen und Herren, wir werden natürlich Herr nicht Saalfeld, zustimmen. Herr Saalfeld, ich habe jetzt lange die rote Lampe gezeigt. Jetzt ist Schluss. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir stimmen natürlich dem Gesetzentwurf nicht zu. Vielen Dank.